Gut, das heißt, darunter gehe ich jetzt nicht. Das mache ich beim nächsten Mal. In dem Fass wären noch Vorräte, aber ganz ehrlich, für was die jetzt verschwenden. Vielleicht beim nächsten Mal oder so, wenn ich hier runterkomme und noch einen Vorrat haben sollte, vielleicht. So, mal ein Quicksave machen. Sonst wird das wieder nervig. Da wäre noch ein Troll. Achso, da wäre auch ein Weg darunter in dieses Gebiet. Okay. Und hier oben ist nichts mehr. Okay. Das heißt, wir haben hier oben dieses Nekromantiegebiet. Hier unten das Gebiet mit Trollen und anderem Viehzeug. Und den Weg zum Tempel, okay. Notizen. Kupferweg, dann fügen wir hier doch mal was hinzu. Und zwar Katakomben. Katakomben. Punkt. Nekro. Versteck. Nordwest, Komma, Pilze plus Trolle Südost. So. Gut. Gehe ich jetzt ins Urfeuer oder wie das nochmal hieß oder nach Farnheim, also ins Reichenviertel. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Urfeuer und hoffe mal, dass ich dort auch eine Taverne finde. Normalerweise haben in solchen Gebieten hat ja jeder Bezirk eine Taverne in solchen Städten oder was anderes zum Ausruhen. Also nach Urfeuer. 15 Minuten, um nach Urfeuer zu reisen. Also ist die Justiz hier was zu sagen? You're from Gilded Vale? Then you're close to home. Close can mean a lot of things. Surely you'll go back when this is all over. Dunno. Guess that all depends. Okay. Gucken wir uns erstmal kurz die Karte an, die wir von Goldtal haben. Palast des Dux. Erbhügel, der ist ja geschlossen. Farnheim. Tempel von Vuidiza. Ondras Geschenk, also hier gibt es nicht viel, ne? Vailianische Botschaft, Burg Schmelztiegel. Ne, hier gibt es wirklich nicht viel. Ein paar Kräuter, die wir uns einheimsen können. Sangria Zorn. Hier stand mal ein Turm. Die Steine dieses uralten Turms wurden vor Jahrhunderten alten Feuern geschwärzt. Inmitten einer Wildblumenwiese sieht er wie eine Gedenkstätte aus. Da sind wieder Leute, in dessen Seelen ich gucken kann. Nichts Neues zu berichten. Achso, von unten nach oben. Labor, Feuerstelle. Was kann ich jetzt mal ausbauen? Ich könnte die Hauptburg mal in Auftrag geben. Dafür hätte ich genug Gold. Dass wenigstens das auch mal ein bisschen ansehnlicher wieder aussieht. Dafür brauche ich alles Burghof. Försterhütte, dort könnte ich die kopfgeldige Aufträge annehmen. Waldlandpfade. Ne, ich glaube, ich baue mal die Burg endlich aus, die Hauptburg. So. Es würde mich echt wundern, wenn ich einfach so
ins Schloss des Dukes reinlatschen kann. Vielleicht sollte ich mich dann doch erstmal in einem anderen Gebiet umgucken. Weil hier sieht es wirklich fast nach adligem Zeug aus. Farnheim, Ondras Geschenk, Erbhügel, die sind wahrscheinlich gesperrt. Entweder ist das Tor unten oder die Wache davor lässt uns nicht vorbei. Wird nicht lange dauern, bis wir eine offizielle Ritterschaft sind. Erbhügel. Gucken wir mal, die Erbhügel, die sollen ja angeblich gesperrt sein. Da bin ich mal gespannt. Was sich dort befindet. Kehre lieber um, der Erbhügel ist geschlossen. Ja, mehr sagen die nicht. Die Wache hält deine Hand hoch. Tut mir leid, aber dieser Bezirk ist besperrt auf Anweisung des Dukes. Und wie gelange ich hinein? Glaub mir, das willst du nicht. Die Wache zuckt mir die Schulter. Aber wenn du es unbedingt mit deinen Augen sehen willst, müsstest du wohl die Erlaubnis von Vilja in der Burg in Urfeuer einholen. Gab es sonst noch etwas? Lässt sich das so vielleicht durch Münzen öffnen? Die Wachen blicken einander an. Wir könnten dafür jede Menge Ärger bekommen. Andererseits kannst du es dort drin kaum noch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Du gibst uns 1000 Pfand und ich öffne das Tor und sehe weg. Und versuch nicht mit uns zu feilschen. Das Geld wird unsere Familien ernähren müssen, wenn man uns erwischt. Egal. Gab es sonst noch was? Was geht hier vor sich? Die beiden Wächter blicken sich an. Selbst wenn ich es dir sagen dürfte, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass es vor 2 Monaten begonnen hat. Was es auch immer sein mag, die Wachen, die das Tor geschlossen haben, haben von etwas Unnatürlichem gesprochen, das sie immer noch mitten in der Nacht aufschrecken lässt. Mehr will ich nicht wissen. Okay, dann leb wohl. Da müssen wir wahrscheinlich erst zum Duck, aber ich denke mal, wir gucken uns erst in den anderen Bezirken um, bevor wir in die höheren Häuser und so gehen. Also zum Duck und in die Botschaft und so weiter. Ich hab immer noch nicht ganz herausgefunden, ob der Duck unter Redricks Pantoffel steht oder andersherum. Ein Beseeler. Der sagt uns nichts. Nedine. Eine Frau steht im Schatten des Gartens und murmelt vor sich hin. Sie ist auf die Seiten eines großen und abgewetzten Buchs fixiert und scheint die blühenden Blumen und die kühlende dufte Brise gar nicht zu bemerken. Sie blickt erst auf, als ein Schatten über ihre Seite fällt. Darf ich bitten, ich bin sehr beschäftigt. Woran arbeitest du? Sie schlägt dem Buch zu. Ich studiere die Seelenbefestigung. Wir wissen alle, dass bei der Geburt eines Menschen eine Seele in ihn fährt, die ihn beim Tod wieder verlässt. Aber wir haben noch viele Fragen, die wir sozusagen kleben bleibt. Was meinst du mit kleben bleiben? Sie wischt sich eine lose Haarsträhne aus der Stirn. Die Seele gibt dem Körper Energie und dem Gewebe Leben, aber nur wenn sie fest an ihm befestigt ist. Ist sie das nicht, so kann eine ganze Reihe von Seelenkrankheiten entstehen, darunter auch die Hohlgeburt. Aber wenn wir verstehen würden, wie man Seelen wieder befestigt, könnten wir Weidmanns Vermächtnis beenden, vielleicht sogar den Tod überwinden. Naja, letzteres denke ich mal nicht. Sie kratzt sich hinterm Ohr. Das ist jedenfalls die Theorie. Leider fehlen mir einige Forschungen, um sie in die Praxis umzusetzen. Was genau brauchst du? Es gibt ein Manuskript mit dem Titel Die Lehrsätze von Pangram. Es enthält Ergebnisse und Beobachtungen aus Pangrams Experimenten und losgelösten Seelen. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse soll angeblich in Edison Archiv ein Exemplar besitzen. Pangrams Arbeit gilt als eine der nun ja wagemutigeren Schriften zur Beseelung. Nichts, was gemeinhin unter Anfängern verbreitet wird und auch sehr schwer zu bekommen. Es wäre fein, einmal einen Blick hineinzuwerfen. Die Lehrsätze könnten meine Forschung rasant vorantreiben, aber Grimm, da die Oberarchivarin verehrt weil und hat daher etwas paradoxe Ansichten, was das Teilen von und Schützen vom Wissen angeht. Und da sie nicht unbedingt die Befürworterin der Beseelung ist,
neigt sie dazu, Informationen, die mir helfen können, zu beschützen, nicht zu teilen. Vielleicht lässt sie sich überreden. Du kannst es gerne versuchen, aber du wärst nicht der Erste. Sie seufzt. Hör mich an, wie ich mich beklage. Es ist nett, dass du mir zuhörst, aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Sonst noch etwas. Sie will offensichtlich wieder mit ihren Studien widmen. Ich habe einige Fragen über die Lehrsätze. Nämlich, erzähl mir was über die Lehrsätze. Pangram war ein Beseeler, der im Dürrwald arbeitete. Er hatte einige interessante Theorien zur Essenz und einige recht innovative Techniken entwickelt, um sie zu studieren. Er konnte Seelen nach dem Tod wieder am Körper befestigen, auch wenn es ihm nicht gelang, die Degeneration seiner Patienten aufzuhalten. Er war umstritten, um es vorsichtig zu sagen, aber inzwischen erkennen viele, dass er einfach nur seiner Zeit voraus war. Was meinst du mit Degeneration? Nadine ringt die Hände. Nur es scheint ein kleines Problem damit zu geben, Seelen nach dem Tod wieder zu befestigen. Die Körper werden wiederbelebt und können sogar Erinnerungen und Persönlichkeiten beibehalten, aber sie entwickeln einen Hunger nach Fleisch, nach lebendem, besätem Fleisch. Zombies, juhu. Ohne beginnen sich zurückzuentwickeln, mental und körperlich zu zerfallen. Wenn der Prozess zu weit fortschreitet, was er früher oder später tut, werden sie zu Leichen ohne Verstand, die alles angreifen, was sich bewegt. Wir konnten noch keinen Weg finden, das zu verhindern. Und du fragst dich, warum Grimdar diese Forschungen nicht mit dir teilen will? Das klingt nach Nekromantie. Und sind Nekromantie ins Zauberei. Wir sprechen von Wissenschaft. Sie betont das letzte Wort. Warum leiht dir Grimdar die Bücher nicht? Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse hütet ihre Bücher wie ihren Augapfel. Besonders die seltenen unter ihnen. Und gibt es ganz besonders Grimdar. Sie hasst die Beseelung, hält sie für gefährlich. Mir ist nicht klar, wie man die herausragendste Bibliothek des Dürrwalds leiten und sich gleichzeitig so gegen die Verbreitung von Wissen und Forschung sperren kann. Aber ich habe die religiösen Fanatiker noch nie verstanden. Alof blickt den Beseeler zornig an. Oder die Beseelerin. Manches Wissen sollte lieber im Verborgenen bleiben. Ich möchte gerne etwas über die Halle der aufgedeckten Geheimnisse erfahren. Du findest ihn im Bezirk Kupferweg. Er ist dem Gott der Geheimnisse und der Enthüllung geweiht. Vor allem aber beherbergt er die größte und umfassendste Bibliothek im Dürrwald. Nun, damit ist es entschieden, wir müssen es uns einfach ansehen gehen, oder? Wir waren schon dort, Kana. Und was ist das Aces-Archiv? Im ältesten Archiv befinden sich die seltsamsten, arkansten und mächtigsten Schriften in ganz Dürrwald. Es ist sozusagen das Heiligtum der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Es versteht sich von selbst, dass man es nur mit Grimdars Erlaubnis betreten darf. Mehr wollte ich nicht wissen. Sonst noch etwas? Erzähl mir etwas über dich. Ich bin Beseelerin im Sammatorium. Im Moment erforsche ich einige Dinge, die im Zusammenhang mit Whitemans Vermächtnis stehen. Mal, was kannst du mir über Whitemans Vermächtnis sagen? Whitemans Vermächtnis nimmt man den plötzlichen Anstieg an hohlgeborenen Kindern im Dürrwald in den letzten Jahren. Einige vermuten auch eine Verbindung zu sogenannten Bierwigs, die durch Erglandfahrt blasen. Zu ihnen gibt es aber kaum verlässliche Daten, daher kann ich nichts dazu sagen. Sie zieht die Nase hoch. Ich mag den Namen Whitemans Vermächtnis nicht. Er stinkt nach Aberglauben, aber er ist schon zu etabliert, um ihn zu ändern. Mir wäre es lieber, die Leute würden an solche Dinge methodischer herangehen, anstatt einfach die Hände in die Luft zu werfen und den Göttern die Schuld zu geben. Es freut mich, dass jemand etwas Vernünftiges zu der Sache zu sagen hat. Ich lasse dich in Ruhe, leb wohl. So, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Karte. Oh, das hier ist ein kleines Bezirkchen. Ondras Geschenk. Haus Domäne, Waymont Herrenhaus, das verkohlte Fass und der Kupferweg. Also hier gibt es nicht viel. Und das Sanatorium eben. Haus Hadret. Gut, aber hier gucken wir uns beim nächsten Mal um. Es gibt nämlich mal wieder einen Cut, also speichere ich. Neuer Spielstand. Oh, ich kann jetzt einen Namen vergeben. Das ist auch neu nach dem letzten Patch. LP 001. Speichern. Yay. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.